Willkommen zurück zum zweiten Teil des Sommerinterviews mit Christoph Lammersdorf, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Börse Stuttgart Holding GmbH. Herr Lammersdorf, im ersten Teil haben Sie davon gesprochen, dass Deutschland mehr Privatanleger braucht. Jetzt haben wir erst vor wenigen Wochen die Situation gehabt, dass ein DAX-Wert K+S binnen weniger Tage über 40% an Wert verloren hat. Das sorgt nicht unbedingt für Vertrauen bei den Privatanlegern. Wie schaut es denn bei Ihnen persönlich aus? Hätten Sie vor einigen Wochen noch geglaubt, dass ein DAX-Wert binnen so kurzer Zeit so viel an Wert verlieren kann? Nein, das hätte ich natürlich nicht geglaubt, dass aus so einer Konstellation, wo in so einem engen Markt der eine seinen Partner sozusagen rauswirft und dann auch noch mit Preisdumping versucht, sein Geschäftsmodell umzubringen. Und das ist ja in keinem Lehrbuch vorgesehen. Ich war sogar selber betroffen. Ich bin seit vielen Jahren in K+S investiert und habe mitten im Urlaub dann da erleben müssen, was da los ist. Nur es hat mich nicht so sehr getroffen. Und ich glaube, das sollten auch Privatanleger wissen, wenn man ganz gut diversifiziertes Portfolio hat, dann freut man sich auch über andere Dinge, positive, die sowas nämlich kompensieren. Hat auch keiner damit gerechnet, dass Apple von 400 auf 500 US-Dollar steigt. Das nimmt man ja auch gerne mit. Dennoch müssen Anleger vielleicht, wenn sie am Kapitalmarkt aktiv sind, mit derartigen Rückschlägen leben. Und noch eine Nachfrage, wird vor diesem Hintergrund vielleicht an Risikomanagement, ein konsequentes Risikomanagement immer wichtiger? Ich glaube schon, dass das eben von ganz großer Bedeutung ist, dass man sich mit dem Risiko auseinandersetzt, dass man da geht. Man hat keine Chance, höhere Renditen zu erzielen, wenn man nicht ein gewisses Risiko geht, das ist klar. Also muss man sich mit Risiko auseinandersetzen. Da gibt es ganz einfache Grundregeln, mit denen man starten kann. Und man gibt auch Instrumente, die man dafür einsetzen kann, wie zum Beispiel Zertifikate, die man dort nutzen kann. Und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass man die Instrumente, die man einsetzt, auch entsprechend gut handeln kann, dass man saubere Preise bekommt, marktgerechte Preise bekommt. Und da kann ich nur empfehlen, an eine Privatanlegerbörse zu gehen, weil dort staatlich überwacht wird und weil dort klare Marktpreise entstehen. Bleiben wir direkt bei den Börsen. Es gibt verschiedene Medienberichten zufolge, planen nun einige Börsenbetreiber, den Präsenzhandel anzukurbeln. Hätte das auch Auswirkungen für den Börsenplatz Stuttgart, für die Börse Stuttgart? Also in erster Linie ehrt uns das natürlich. Was andere da tun, heißt ja reagieren darauf, dass wir hier in Stuttgart eine besondere Position geschaffen haben, der es sich lohnt, in irgendeiner Form nachzueifern. Also haben wir viele Dinge, glaube ich, richtig gemacht. Und das hängt ganz entscheidend damit zusammen, dass wir uns schon viele Jahre, weit über zehn Jahre mit dem Privatanleger und seinen Bedürfnissen beschäftigen. Und wir haben hier ein Marktmodell geschaffen, das einzigartig ist für Börsen weltweit, muss man sagen. Wir haben unter einem Dach, unter einer Geschäftsführung Mensch und Maschine, also Börse, die Maschine und Menschen, nämlich die Makler gebracht und die sich hier wunderbar ergänzen und die alle nur ein Ziel haben, für den Privatanleger eine Situation zu schaffen, die ihn in auf den gleichen Level bringt, wie sonst nur institutionelle Kunden bekommen. Ich habe es den Zuschauern versprochen und Ihnen kann ich es nicht ganz ersparen, die Gretchenfrage. Sie sind ja nicht nur Börsenchef, sondern selbst natürlich auch Privatanleger. Wir haben schon gehört, K+S war jetzt zumindest in den letzten Wochen vielleicht nicht gerade Ihr bestes Investment. Aber wie legt ein Börsenchef sein Geld an? Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen jetzt gerade, als ich mich vorbereitet auf das Interview, gedacht, die Frage kommt. Und festgestellt, dass ich etwas gemacht habe, was viele empfohlen haben in den letzten Monaten, nämlich die Aktienquote erhöht. Ich habe also tatsächlich in den drei Säulen Aktien, festverzinsliche und Sachwerte, also Immobilien, tatsächlich die Aktienquote erhöht. Und das ist mir gut bekommen. Aber diese drei Dinge, die spiele ich also gegeneinander. Und da passe ich immer ein bisschen auf, dass wenn da was zu reinvestieren ist, dass man das in die richtige Klasse wieder reinpackt. Und das macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Allerdings, um Geld anlegen zu können, muss man es erstmal verdienen. Wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Oh, mein erstes Geld. Das ist lange her. Ich glaube, da war ich noch Schüler. Da habe ich natürlich hier in Ihrer Industrie gearbeitet. Ich habe Presseartikel geschrieben aus meinem Heimatort und für die Kreiszeitung. Habe dafür pro Zeile, ich glaube, 5 Pfennig oder sowas kassiert. Weil Bilder waren gut, weil Bilder brachten 5 Euro. Und ich habe mir immer was ausgedacht, dass ich jede Woche wenigstens ein Bild reinkriegte. Dann kann ich zum Ende hin noch hoffen, irgendwann vielleicht auch mal noch Börsenchef zu werden, wenn Sie auch so angefangen haben. Ich danke Ihnen, Herr Lammersdorf, ganz recht herzlich für das heutige Sommerinterview. Gerne, Herr Zuleck.